sehr pflegebedürftig. Das fängt mit der Senatorin an, geht über den Zustand der Heime bis zur Arbeitssituation der entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch natürlich die Lebenssituation der zu Pflegenden. Die Barrieren in den Köpfen der Verantwortlichen, weil meistens ist es Gedankenlosigkeit und nicht unbedingt Vorsatz. Sie passen nicht nur zusammen, sie gehören zusammen, weil ein wirklicher Liberalismus muss sozial sein. Jetzt wäre es noch weitergegangen. Ja, selbstverständlich die Sozialsenatorin. Ich muss mich ja langsam auf die Übernahme ihres Jobs vorbereiten.